Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Rainbow Six Video. Und zwar möchte ich heute euch zeigen. Übrigens sind wir hier auf dem Testserver, nur mal so am Rande. Und ja, ich möchte euch zeigen, dass das Schild hier bearbeitet wurde. Also hier auf dem Testserver ist es bereits wieder da. Ich möchte euch das einfach mal zeigen. Als allererstes Attach to Door. Also man kann es direkt in die Tür platzieren. Es passt sich genau dem Türrahmen an. Das ist mega geil. Und wie ihr schon sehen könnt, wir können durchschauen. Entweder hier oder da, je nachdem wie ihr wollt. Ja. Aber es geht natürlich auch von der gegnerischen Seite auch. Leider. Also hier sehen wir jetzt die Geisel, ja. Zack, zack, zack. Könnten wir jetzt eigentlich... Ja, was mich so ein bisschen... Das finde ich halt jetzt wieder... Ah, da bin ich wieder hin und her gerissen, wisst ihr? Auf eine Seite geil. Aber auf der anderen Seite... Als Gegner... Kannst du natürlich dann auch durchschauen, ne? I'll get you back up in no time. Hostile provided by operator. Hostiles left. Ich war schon wieder verletzt. Ich wollte es euch eigentlich mal zeigen, so mit dem Schild, aber dazu müssten die mal hier von der Seite kommen. Drei Feinde. Steckt mich schon wieder draußen fest. Wie es meistens so ist. Ja, das ist wieder der Vorführeffekt. Aber naja, haben wir vielleicht noch ein bisschen Zeit, nochmal zu schauen. Und zwar, ja, könnt ihr das vergleichen mit dem Mira-Fenster quasi. Ihr könnt durchschauen, aber nicht schießen. Ja, also ich schieße jetzt mal quasi da an die Wand. Also das sieht man ja. Nix, ne? Seht ihr. Das ist andersrum genauso. Also auch der Gegner kann hier nicht, da, Tisch unversehrt. Ja. Ob das jetzt so wirklich gut ist, kann man nicht sagen. Deshalb würde mich mal eure Meinung interessieren. Was haltet ihr denn von dem neuen Schild? Also geil finde ich schon, dass man das in den Türrahmen platzieren kann. Ich kann euch das mal hier zeigen, an etwas breiteren Türrahmen. Da könnt ihr das auch zum Beispiel an der Seite platzieren. Und ebenso auch auf dieser Seite. Was ich leider nicht testen kann, ist, ob man jetzt hier das zweite Schild auch noch daneben stellen kann. Aber ich wette schon. Freunde, ich denke schon, dass das geht. Das ist möglich. Man könnte jetzt zum Beispiel auch so machen. Jetzt hier Treppe schauen oder so, ne? Aha, dann. Also man kann schon richtig gut pieken hier, ne? So. Sagt mir nur mal, was ihr davon haltet. Also, ich bin hin und her gerissen, bin ich ganz ehrlich. Als Verteidiger gut, aber als Angreifer ist natürlich auch gut. Da kann ich auch gut als Angreifer ein Schild mit mir rumtragen, oder? Und das platzieren, also... Weiß ich nicht. Aber auf der anderen Seite wäre es auch ein riesigen Plus für die Verteidiger, wenn nur die durchgucken könnten. Ja, da musst du nämlich aufpassen, ob er denn von der Seite piekt oder hier.
Na gut, das war Schild Rework hier auf dem Testserver. Das ist das neue Schild. Dann haut mal raus in die Kommentare. Was haltet ihr denn davon? Meine Meinung kennt ihr. Ich bin auf eure gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.